Ja, moin, moin, HSV-Fans. Der dicke Hals ist ein bisschen abgeklungen bei mir, aber immer noch ein Kloß habe ich immer noch drin. Ey. Ich habe das 1-1 noch nicht verdaut. Und wenn ich denn die Pressekonferenz gehört habe mit dem Zorniger, der meint tatsächlich, dass sie waren ebenbürtig. Also entschuldige mal, wo lebe ich? Aber ich kann mich das nicht verdenken, wenn man so ein 1-1 noch kriegt und macht und hat einen Punkt gerettet. Also normalerweise sind wir uns ja alle einig, das Ding hätten wir leicht entscheiden müssen, nochmal ein Wort zu nehmen. Jetzt, mir tut der Junge leid, der Andrasch. Der trifft einfach nicht. Der ist U21-Nationalspieler in Ungarn, ist auch keine Laufkundschaft, aber er trifft im Moment nicht oder gar nicht oder was weiß ich. So, das dazu. Ich wünsche Andrasch jetzt mal, dass er Knoten platzt und dass er mal ein Tor macht. Der kann das beim Torjäger gleich andersrum laufen. Aber viel Hoffnung habe ich auch nicht. So, jetzt wollte ich nochmal ein anderes Thema aufmachen. Unser Dombé hat trainiert. Aber wie gesagt, da können wir keine Wunderdinge verlangen. Der war ja wieder wochenlang verletzt. Ob der wieder Form hat gegen Kaiserslautern, das weiß ich auch nicht. Und die Bremt hat auch noch ein bisschen nebenbei gejoggt und gemacht mit dem Fitnesstrainer, mit unserem Daniel. Ob das reicht, weiß ich auch nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil das Steffen Baumgart hat wieder hinten trainiert, in der Ecke da, da kannst du nicht gucken, ich weiß nicht, warum er das immer macht. Hat er das nicht wieder von Köln angenommen, ich weiß es nicht. Aber das ist seine Sache, interessiert mich nicht, wir konnten alle nicht gucken, aber das ist ja auch egal, wir wissen ja, was läuft. Und dann nochmal zu Robert Glatzel, Robert hat irgendwas mit dem Oberschenkel. Also ich schreibe ihn noch nicht ab. Das Abendblatt hat ihn ja schon abgeschrieben. Also ich schreibe Robert nie ab. Der ist viel zu viel HSVer und viel zu viel Fußballgeil und auch Fußball- und Torgeil. Ich hoffe, dass er das noch schafft bis dahin. Er wo heute im Kraftraum hat gearbeitet. So, dann muss mal Steffen Baumgart. Sieh mal zu, dass du morgen früh den kleinen Sané noch mit reinnimmst. Das bleibt dir ja gar nicht anders übrig, wenn dann Robert ausfahren sollte. Aber da bin ich noch nicht von überzeugt. Ich habe da einen ganz guten Draht hin. Vielleicht schafft er das ja noch. Oberschenkelzerrung oder irgendwas weiß ich. Das ist dann keine weltbewegende Geschichte. Aber man muss abwarten. Bis jetzt sieht das nicht ganz gut aus. So, was habe ich denn noch gesehen? Ja, gut, die Gesichter, das sind Vollprofis. Die haben das Ding, glaube ich, schon abgehakt. Aber voll alle freundlich und alles nett auch. Ich habe ja noch im Video, mein Video, was ich reingehauen habe, ein bisschen überzogen. Aber Jungs und Mädchen, ihr glaubt es nicht. Ich habe doch mit vielen Dingen recht. Und das wissen die auch. Das läuft im Moment, läuft das nicht in der Mannschaft. Wir haben den Trainer gewechselt, wir haben ja alles gewechselt. Und trotzdem läuft das nicht. Das ist immer noch. Tim schwebt immer noch über Wolfsberg, Tim Walter. Da kann Steffen Baumgart machen, was er will. Das ist nun mal so. Das kann er nur korrigieren, wenn er gewinnt. Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn er gewinnt, dreimal ist er raus, ist Tim Walter weg hier aus dem Wolfsberg. Aber der schwebt hier immer noch über uns. Und wenn man, es gibt ja viele Leute, die ich getroffen habe, wo ich diskutiert habe, sehr laut, am Zaun, was ihr immer sagt, das wollt ihr nicht haben. Die sagen auch, der Tim Walter, der war ja nicht schlechter wie der Baumgart. Der war ja genauso erfolgreich. So ist das. Erstmal ist die Entlassung total verkehrt gewesen, was ich immer gesagt habe. Aber bei mir hat sich keiner entschuldigt. Jetzt ist auf einmal der Baumgart wieder schlecht. Wir wollen das mal beschließen. Lasst ihn in Ruhe arbeiten. Und ich habe ja gesagt, ich bin nicht mehr optimistisch, ich bin pessimistisch und würde mich gerne freudig überraschen lassen, wenn der dritte Platz noch rausbringt. An den zweiten glaube ich sowieso nicht mehr, aber es kann ja alles passieren im Fußball. Aber wie gesagt, wir haben natürlich jetzt auch kein Glück, wenn Robert mal ausfällt, denn sie ist schwarz. Das ist meine Meinung. So, Jungs, da könnt ihr sauer sein und Mädchen, aber. Ich bin so, ich bin geradeaus und ich lüge nicht. Ich will nur mal eine Sache sagen von meinem Video, was ich gesagt habe. Da ist zu ruhig auf dem Platz. Das kenne ich nicht vom HSV von früher.
Da war die letzte Viertelstunde, wurde eingeläutet und am Kopf wurde nochmal Gas gegeben. Das haben wir da in Fürth auch wieder nicht gesehen. Da kam Fürth nochmal auf. Die Mentalität der Leute, die muss geändert werden, aber das kann man schlecht. So ist das. Kampf, Kampf und Einsatz will ich sehen. So ist das. Oder wie der Freis und wie der andere das Ding von 30 Meter reinhaut. Da geht gar keiner vor. Die behindern den Mann gar nicht. Die lassen ihn in Ruhe schießen. Also jetzt habe ich auch wieder genug gemerkt. Wir gucken nach vorne. Kaiserslautern hat ja nun gestern auch keine übermäßige Leistung gezeigt. Und da fallen auch noch Leute aus. Aber wie gesagt, wir müssen das Ding nicht angreifen, sondern mit Kampf und allem drum und dran. Ob Robert kann, weiß ich nicht. Und wenn er nicht kann, muss jemand anders ran. Und bitte denkt an Tommy Sané. Der Junge, den übersiehst du im 16er. Aber der ist immer gefährlich, wo der Ball ist. Wo das Tor steht, der weiß, wo das Tor steht. So, jetzt habe ich auch genug gelobt. Das muss der Trainer selber entscheiden. Ich bin mal gespannt, wie er entscheidet. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Und dann wollen wir sehen, wie es morgen weiter ist. Aber sonst, Dom B. hat trainiert, muss natürlich auch noch ein bisschen Zeit haben. Und unser Deparent, der wird wohl, ich nehme an, dass sie beide spielen können. Das wäre natürlich schon erfreulich. So, davor meine Sache auf dem Volksberg, nicht direkt auf dem Volksberg, vom Peter Mall, Saufeller gewesen. Und ich konnte nicht richtig gucken. Alles klar, nur der HSV. Hau rein das Tango, tschüssi. Und es geht weiter, immer weiter. Aber natürlich ist das so, die Linie, die rote Linie, St. Pauli, kommt immer näher. Und das geht mir langsam auf den Sack oder langsam ganz schnell sogar. Alles klar? Tschüssi.